Servus Leute und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Metzgermeister Röger. Heute, wie ihr schon so schön sehen konntet, haben wir unsere Weißwurst produziert, also nicht nur produziert, vorbereitet. Wir haben ja unser Weizen, alkoholfrei natürlich, also Alkohol ist schlecht für euch Leute. Süßer Senf, da haben wir zum Beispiel dann einmal den von Händelmeier. Ist nicht schlecht, aber könnt natürlich nehmen, welchen ihr wollt. Eine geile Brezel und hier unsere Weißwurst. Und im heutigen Video zeige ich euch, wie es zu dieser Weißwurst überhaupt kommt, damit ihr mal ein richtig geiles Weißwurstfrühstück herstellen könnt. Und es auch selber beziehungsweise mal wisst, was steckt denn überhaupt mal dahinter. Also viel Spaß, passt auf und jetzt schon mal nicht abonnieren vergessen. So genau, wir müssen jetzt natürlich unser Fleisch und unser Fett und unser Eis natürlich richten für unsere Weißwurst. Und was kommt natürlich rein bei unserer Weißwurst? Natürlich nur Schweinefleisch. Also es gibt natürlich auch Metzgereien, die tun noch Schwarte mit reingeben, die geben noch Kalbfleisch mit rein. Das ist dann eher so angehaucht an die Münchner Weißwurst, aber wir machen unsere eigene, denn unsere Kunden sind da sehr, sehr begeistert von. Es kommt sogar extra hier von München hier runtergefahren, weil wir halt extra auch eine andere Art von Weißwurst herstellen und nicht diese ganz sulzige, weiche Weißwurst. Das ist natürlich aber immer alles Geschmackssache, also macht es natürlich so, wie es für euch am Ende passt. Das ist ja das Geile an unserem Beruf, wir können selbst entscheiden, wie unser Produkt am Ende schmeckt, ausschaut, wie die Konsistenz ist. Und so weiter und so fort. Also ihr könnt ja mal gerne reinschreiben, habt ihr die Weißwurst vielleicht dann doch lieber ein bisschen leicht, bissfester oder wollt ihr die wirklich so zuzeln? Schreibt es mal gerne unten rein, wie so eure Rezession ist. Wir sind ja hier sehr, sehr weit gestreut auf diesem Kanal. Würde mich echt interessieren. Und hätte ich gesagt, fangen wir mal gleich an mit der Zusammensetzung unseres Kutters. Wir machen den halben Kutter, langt uns erst einmal. Wir machen ja lieber immer wieder frisch und haben jetzt hier 6 Kilo Dreier Schweinefleisch. 6 Kilo oder beziehungsweise 3er Schweinefleisch bedeutet, es ist ein wenig szenenreicher, was wir gerade auch brauchen, um eine geile Emulsion herstellen zu können im Kutter. Denn Bindegewebe sind Szenen und dementsprechend, wir brauchen eine geile Bindung, können wir das jetzt super verwenden. Plus, am Ende, die Szenen werden richtig klein gekuttert, sodass man sie am Ende nicht mehr schmeckt. Also, haben wir die 6 Kilo hier. Danach geben wir jetzt hier erst einmal 3 Kilo Deckelspeck mit rein. Deckelspeck macht das Ganze schön geschmeidig, vom Geschmack her auch. Sehr, sehr abrundend. Geben 3 Kilo davon rein. Genau, perfekt. Und was kommt danach rein? Schwarte. Nein, Spaß, machen wir ja nicht. Das war jetzt auch übrig vom Blutwurst herstellen. Das kommt dann noch weg. So, genau. Hier haben wir unsere schönen Schweinebacken. Wir wollen ja, wie gesagt, ein bisschen eine festere Konsistenz haben wir uns. Wir wollen ein wenig einen Biss geben und auch mal ein bisschen kauen lassen. Und dementsprechend kauen wir jetzt noch auf 6 Kilo Schweinebacken mit hoch. Und Leute, keine Angst, Schweinebacke wird im Normalfall, also so rechnen wir es natürlich, ich weiß nicht, wie ihr sowas berechnet bei euch in der Produktion. Schweinebacke werden bei uns mit 50%, als 50% Magerfleisch gerechnet und 50% Fett. Also bedeutet, am Ende geben wir sozusagen nochmal 1,5 Kilo Fett oben drauf und noch einmal 1,5 Kilo Magerfleisch. Falls ihr jetzt zum Beispiel keine Backen habt, könnt ihr der rein durch einfach Deckelspeck 1,5 Kilo noch mehr mit reingeben, sodass wir 4,5 Kilo Speck haben und auf 7,5 Kilo Magerfleisch gehen. So, wir merken, ui, das ist viel zu groß, dann schneidet man natürlich hier uns einfach was runter, das ist passt am Ende. So passt 6,17, das ist jetzt kein Problem, so können wir es lassen. Direkt im Anschluss kommt natürlich noch unser Eis in der ganzen Mischung zusammen oder in unserem ganzen Kuttervorgang, denn Eis hat viele Faktoren, die relevant sind, um eine coole oder eine gute Brühwurst herzustellen. Wasser oder Eis ist wichtig, dass wir die Temperatur kühlen, ansonsten würde da richtig das Eiweiß gerinnen, gerade an der Welle. Dort wird es richtig warm. Wir haben richtig viel Bewegung durch die Messer. Und Bewegung, wisst ihr ja, erzeugt am Ende auch Wärme. Und Wärme brauchen wir da jetzt eigentlich nicht so krass. Deshalb Eis zum Runterkühlen. Eis, damit es geschmeidig wird. Ansonsten haben wir da auch wirklich das Problem, dass es dann viel zu gummiartig wird. Der Geschmack und die Konsistenz nicht mehr so passt dementsprechend. Deswegen ist es auch wichtig, aufgrund des Geschmacks auch nochmal Wasser mit reinzugeben. Vor allem wegen der Konsistenz. Was ist noch der Punkt? Wir haben Albumine, das ist Eiweiß, was wir im Fleisch haben. Es gibt Globuline. Albumine, Globuline salzlösend, Albumine wasserlöslich und um eine geile Emulsion auch stattfinden lassen zu können, müssen wir die Albumine genauso mit rauslösen und dafür kommt jetzt Eis. Eis kommt rein, genauso 3 Kilo. Bei der Weißwurst, wir wollen es jetzt nicht ganz so schnittfest haben wie jetzt zum Beispiel die Wiener, deswegen können wir da auch 3,2 machen. Wie es immer so viele eigentlich behaupten, dass wir nur Wasser mit oder Eis mit dazugeben, um Geld zu drucken oder bla bla bla. Absoluter Bullshit, aber da kommen wir noch später drauf, deswegen dranbleiben. So, dann haben wir jetzt alles gerichtet an unseren Fleisch, Fett, Eis und dann kommen natürlich jetzt noch unsere Zusatzstoffe, Salz und Gewürze. Da sehen wir uns jetzt. Genau, wir richten jetzt auch tatsächlich auch direkt die Salz, Gewürze, Zusatzstoffe, so wie wir es in den Kutter mit reingeben. Denn es kommt ja nicht alles bei uns direkt am Anfang mit rein, sondern wir passen nochmal auf, um den Geschmack zu optimieren, dass wir zum Beispiel die Gewürze erst relativ zum Schluss mit reingeben. Seht ihr auch gleich.
Was wir jetzt anfangen, ist natürlich erst einmal unser Salz. Denn Salz sorgt am Ende dafür, dass die Globuline sich lösen. Salzlösliche Eiweißstoffe, die wir im Fleisch haben. Plus auch natürlich einen guten Geschmack, Haltbarkeit. Und ja, aber nicht wie bei jeder Aufschnittsorte oder Brühwurst, wie es bei vielen ist, haben wir hier Kochsalz. Bedeutet, wir haben dann natürlich eine viel, viel geringere Haltbarkeit, aber auch nicht das Pögelaroma, was man gerade in der Weißwurst jetzt nicht so will. Plus die Weißwurst hat den Namen ja Weiß, aufgrund dessen, dass sie auch weiß ist. Ne? Und wenn wir jetzt Pögelsalz mit reingeben würden, dann hätten wir so eine Art Wiener. Und Wienerle wollen wir jetzt nicht produzieren, sondern Weißwurst. Und los geht's. Wir hauen auf die Gesamtmasse 18 Gramm Kochsalz rein. Wir rechnen immer bei uns auf die Komplett-Gesamtmasse, nicht nur auf Fleisch und Fett, aber okay. Also Salz auf die Gesamtmasse Kochsalz bedeutet, wir brauchen so um die 250 Gramm Kochsalz. Geben dann noch hier unser Phosphat mit dazu. Jetzt sagen wieder, oh Phosphat, schlecht, bla bla bla. Nein, absoluter Bullshit. Wir müssen Phosphat mit dazu geben, um den pH-Wert zu steigern, damit wir eine Emulsion nehmen können. Denn Fleisch kann bei einem höheren pH-Wert erst auch richtig dann anfangen, sich emulgieren zu lassen, kann besser Wasser aufnehmen und dementsprechend dann eine schönere Gesamtmasse ergeben. Wie schon so oft erwähnt, tatsächlich in meinen Videos, aber falls das Video jetzt neu für euch ist, Phosphat ist in Fleisch sowieso schon vorhanden, aber baut sich aufgrund vom Reifeprozess immer weiter ab und wird dann immer säuerlicher, einfach nur aufgrund von den fleischeigenen Enzymen. Das Ganze müssen wir ausgleichen, um schönes Aufschnitt, Brühwurst und so weiter produzieren zu können. Deshalb geben wir jetzt hier 3 Gramm Phosphat. Natürlich ohne Umrötung, brauchen wir hier nicht. Das ist jetzt hier in Pulverform, gibt es auch in flüssig, ist eigentlich egal, wie es macht. 3 Gramm, also 33 Gramm, geben wir mit rein. Was bei uns noch mit reinkommt, tatsächlich ein bisschen Würzöl. Würzöl sorgt am Ende auch noch einmal einfach nochmal für eine super zusätzliche Haltbarkeit. Wird aus Wurzeln gewonnen, davon aber echt nicht allzu viel mit reingeben, Leute, denn das hat einen sehr, sehr intensiven Geschmack. Ich weiß nicht, kennt irgendwer Würzöl? Wenn ja, schreibt es mal unten rein. Müsst ihr mal probieren, ist auch sehr, sehr gesund tatsächlich. Also auch wenn ihr krank seid oder so, ist das tatsächlich ein sehr, sehr gutes Mittel, um sämtliche Bakterien und Viren, die ihr im Körper habt, tatsächlich auch abtöten zu lassen, beziehungsweise den Körper zu unterstützen. Aber ansonsten, es hat einen sehr, sehr intensiven, wilden Geschmack. Genau, dann haben wir hier den Anfang unseres Kuttervorgangs fertig gerichtet und machen jetzt unsere Gewürze. Es ist ja das zweite Weißwurst-Video hier, ne? Also das zweite Weißwurst-Video, wir haben ja schon mal ganz am Anfang mit der Gründung des Kanals schon ein Video hochgeladen. Und da bin ich natürlich nicht so in die Tiefe gegangen in den ganzen Materien. Deswegen habe ich gesagt, jetzt Oktober, jetzt können wir nochmal neu aufnehmen. Jetzt kann ich es euch nochmal zeigen, weil jetzt ist ja auch mehr die Hauptsaison vom ganzen Konsumenten sozusagen, der das Ganze isst. Also wird mehr konsumiert momentan und ist vielleicht interessant, auch mal zu wissen, was da alles dahinter steckt. Wir geben jetzt hier unser Weißwurstgewürz ein. Das ist ein fertiges Gewürz und da kam damals schon in die Kommentare, ja, Zitronenschale, Zitronenabrieb und so weiter, geben mir viele mit rein. Ja, ist hier schon mit drin. Also keine Angst, Leute, ist hier schon mit drin. 5 Gramm auf die Gesamtmasse, weil wir gehen so auf die 70 Gramm ungefähr. Gehen dann hier noch einmal Pfeffer ein bisschen mit dazu, aber nochmal, um den Geschmack noch ein bisschen zu intensivieren. So 1 Gramm bedeutet, wir gehen dann so auf die 10 Gramm ungefähr. Knoblauch natürlich auch nochmal. Knoblauch ist ein hammergeiles Geschmack, ein hammergeiles Gewürz, was einfach nochmal den Geschmack richtig schön abrundet. Sich natürlich auch ein bisschen in den Vordergrund kämpft, Wir wollen jetzt nicht, dass es eine Knoblauchwurst wird, aber wir können so ein Viertel Gramm mit dazugeben, einfach zum richtig schön abrunden. Und was kommt noch dazu? Rosi pur haben wir hier. Rosi pur ist am Ende tatsächlich einfach nur Zucker. Zucker, klar, können jetzt auch wieder viele sagen, ja, Zucker ist jetzt nicht so krass gesund. Aber tatsächlich ist es dafür da, um den Geschmack auch nochmal richtig schön abzurunden, zu intensivieren. Was am Ende dafür sorgt, dass ihr mehr von den geilen Produkten natürlich esst. Ist natürlich auch mehr oder weniger ein Geschmacksverstärker am Ende, ist richtig. Aber natürlich ist auch wichtig zu beachten in der Geschichte, dass wir am Ende natürlich auch möchten, dass es allen schmeckt, die ganze Wurst. Es bringt nichts, eine Wurst herzustellen, die auf komplett gesund basiert und dann am Ende noch nichts schmeckt oder einfach schlecht schmeckt. Dementsprechend geben wir jetzt nicht allzu viel rein. Das sind jetzt 3 Gramm. Manche machen dazu auf, gehen sogar auf 5 Gramm hoch zum Beispiel. Und wir sagen, okay, wir machen nur 3 Gramm zum Abrunden noch einmal des Geschmacks, zum Intensivieren des Geschmacks. Und dementsprechend können die Menschen dann auch rein theoretisch mehr davon essen. Aber wie gesagt, ihr könnt immer gerne reinschreiben, Zucker in der Wurst, ja, nein, vielleicht. Einfach mal in die Kommentare rein, was sagt ihr dazu? Wir machen direkt weiter, geben noch ein kleines Stück Muskat mit rein. Wir wollen nicht allzu viel, nur so ein halbes Grämmchen ungefähr. Langt schon und wir sind absolut zufrieden damit. Und jetzt haben wir hier die Gewürze gerichtet, wir haben Salz und Kutterhilfsmittel gerichtet und gehen jetzt direkt geil weiter zum Kuttervorgang. Natürlich müssen wir jetzt erst einmal, dass der Kutter sich überlastet, einfach mal erstmal alles mal durch den Wolf durchjagen, damit die Masse schon mal vorzerkleinert wird. Und was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist, ist einmal der Drehregler her, den zeige ich euch gleich, wenn wir hier unser Fett zu Beginn reingehaut haben und lassen jetzt hier direkt unser Fett einmal
durchlaufen. Bevor das wir jetzt hier direkt anmachen, nehmen wir hier nochmal kurz unseren blauen Schlauch. Geht nochmal ein bisschen Wasser rein, denn ihr wisst ja, Fett, das klebt sich ja überall hin. Wird am Ende, also klebt sich überall hin und wir wollen ja so gut wie alles am Ende verwerten. Dementsprechend ein bisschen nass machen. Fett und Wasser verträgt sich ja nicht, außer wir geben tatsächlich Emulgatoren mit dazu und Energie, also sprich Bewegung. Wir lassen es durch, machen hier leicht auf, denn falls jetzt noch ein paar Schwattenzüge mit dabei sein sollten, werden die jetzt hier aussortiert, denn Schwarte, Knorpel und Sehnen sind härter als die Fleischmasse an sich und können nicht so leicht durch die Scheibe durchgedrückt werden, durch die Lochscheibe, und werden dementsprechend rausgetragen hier aus eben den Trennsatz, nennt man ihn. Das kommt dann am Ende in die K3-Tonne rein und wird zu Hundefutter produziert. Also wir sind damit dann raus, das wird nicht mehr irgendwie verwendet und hat auch nichts mit Separatorenfleisch zu tun, weil die Frage auch schon oft kam. Dasselbe Spiel machen wir natürlich jetzt hier auch mit unserem Fleisch, also unserem Kuhfleisch. Bedeutet, wir hauen es rein, lassen es durch. Zum Kuttern verwenden wir jetzt das ganz normale Magerbrätverfahren. Es gibt drei Kutterverfahren: Magerbrät, Fettbrät, All-In-Verfahren. Rein theoretisch könnten wir auch sagen, wir nehmen das All-In-Verfahren, wollen aber am Ende tatsächlich hier, wollen hier auf ganz entspannt das Magerbrätverfahren anwenden. Ist halt einfach so betriebsabhängig. Viele machen so, viele machen so. Wenn du es jetzt noch fluffiger haben möchtest, die Weißwurst, könnte man das Fettbrätverfahren nehmen. Da würde man erst das Fett ankuttern, aber wir wollen es nicht. Was kommt natürlich mit rein? Genau, Zwiebeln. Hier nehmen wir natürlich TK-Zwiebeln, Leute. Ich weiß, es wurde jetzt auch schon oft gefragt, warum nehmt ihr TK-Zwiebeln oder TK-Schnittlauch und Petersilie und pflückt es euch nicht frisch irgendwo raus? Naja, ganz einfach. Wir produzieren hier gewerblich und möchten dementsprechend immer das Optimum an Ergebnis haben. Zwiebeln säuern sehr, sehr schnell ab. Also sprich, wenn wir jetzt dann für die ganze Woche jetzt dann montags anfangen, die Zwiebeln zu schneiden, würden sie am Freitag schon leicht säuerlich werden. Also wenn sie nur im Kühlhaus bleiben. Und wir würden sagen, okay. Und würden damit tatsächlich ja dann den pH-Wert auch wieder senken. Und dann bräuchten wir auch kein Kutterhilfsmittel mehr mit dazugeben, weil dann hätten wir wieder alles kaputt gemacht. Natürlich, der Geschmack leidet auch drunter. Dementsprechend lassen wir sie uns tatsächlich schon schneiden und auch von sämtlichen, ja, von der Haut außenrum oder Schale entfernen. Und natürlich lassen wir sie durchgängig im TK, holen sie dann raus, wenn wir sie direkt brauchen. Das kühlt jetzt sogar auch nochmal unser Brät mit dazu ab, hat nochmal den Vorteil damit und ist einfach so frisch, wie es nur geht. Und ich weiß ja, frisch und gefroren, tatsächlich ist es so, weil wir verlangsamen ja jeden Prozess, wenn wir eingefrieren. Gehen jetzt zu Beginn hier richtig schön, lassen jetzt den Kutter starten, beginnen und lassen jetzt erst einmal zwei Runden ankuttern. Danach geben wir Salz und Kutterhilfsmittel mit dazu rein. So verteilen, dass man auf einer Runde am besten immer gleich viel mit reingibt. Aber am Ende wird es sowieso verteilt. Lassen hier noch einmal zwei bis drei Runden einfach durchlaufen, damit alles sich schön verteilt, und geben jetzt unser ein Drittel Eis mit dazu rein. Jetzt wird laut Vollgas geben und wir warten bis ungefähr 6 Grad, also zwischen 4 und 6 Grad. Dann haben wir den besten Eiweißaufschluss und geben dann unser Fett und unser restliches Wasser mit zu rein. Oder Eis. Genau, wir haben jetzt unsere 5 Grad erreicht, also zwischen 4 und 6, das ist perfekt. Und geben jetzt dementsprechend unser Fett mit dazu und unser Wasser. Erst das Fett, und ihr werdet gleich sehen, wie sauber die Kiste ist. Es würde sich alles richtig festkleben wegen dem Fett. Aber durch das Wasser, was wir da ein bisschen mit reingegeben haben, haben wir so gut wie alles aus der Kiste draußen und haben so wenig verschwendet, wie es noch geht. So schaut's aus. Jetzt lassen wir wieder erst einmal ein bisschen ankuttern. Fett, damit es sich jetzt erstmal alles schön verteilt. Jetzt kommt das Wasser mit rein, also das restliche Eis, 2/3 ungefähr. Und geben wieder Vollgas. Die Gewürze kommen auch erst später. In der Zwischenzeit, während der Kutter jetzt rennt, können wir natürlich schon weiterarbeiten. Und weichen hier unsere Schweinedärme 30-32 ein. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Die sind jetzt vom Löffler. Das sind echt coole Därme. Die sind sehr kalibertreu. Das ist eine 1A-Kategorie. Sind schön fest, also schön füllfest.
schon lange, das sind ja jetzt, da steht jetzt leider nicht drauf, aber ungefähr 3 Meter plus ungefähr. Also sprich, ein Zug ist Minimum mal 3,5 Meter lang. Was wir jetzt machen, ist hier jetzt mal richtig schön Wasser mal einfüllen, damit wir die Därme richtig schön wässern, damit die füllfertiger werden. Und ja, lassen jetzt hier schön handwarmes Wasser in unseren Bottich rein. Danach nehmen wir natürlich eins unserer super scharfen Gießermesser, machen hier, zack, einmal auf und lassen die jetzt hier schon mal schön einweichen. Ihr hört, der Kutter ist schon aus, weil, dazu kommen wir jetzt. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt gerade hier schon ungefähr, ja, knapp vor 10 Grad, also so 9 Grad erreicht. Das heißt, jetzt lassen wir unsere Gewürze mit rein. Denn Gewürze sind natürlich, der Geschmack der Gewürze kommt durch die Öle, die in den Pflanzen, Wurzeln, Blüten, wo auch immer, was für auch immer für Gewürze es sind, Öle, die dort enthalten sind. Daher kommt dann auch der Geruch. Denn diese Öle, die fliegen in der Luft und verteilen sich. Gerade bei sehr, sehr viel Bewegung, wenn wir die ganze Zeit kuttern, würden die natürlich dann auch verfliegen. Natürlich ist es jetzt kein so krasses Ding, dass man sagen muss, okay, man muss es jetzt zum Ende machen. Nur wir wollen natürlich dann das Wissen nehmen, was wir haben und damit unser Produkt optimieren und sagen, okay, wir geben es kurz zum Verschluss rein, aber auch so, dass es sich schön verteilt, weil das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Deswegen, wir fahren dann bis 12 Grad hoch. Dort haben wir dann die perfekte Emulsionstemperatur. Da können wir dann aufhören und kuttern dann fertig. Wenn es 3-4 Runden gelaufen ist, dann kratzen wir jetzt nochmal die Kutterschüssel hier schön aus, damit alles, was jetzt hier noch nicht mit drin ist, auch jetzt Gewürze, die es vielleicht nach oben an den Deckel geschleudert hat und natürlich auch Fleisch, Fett, Salz, dass wir alles in unserer Masse haben und es am Ende jetzt auch noch einmal richtig schön zerkleinert wird in den letzten Minuten, während wir kuttern. Gekratzt, jetzt, Sattler, geben wir richtig schön Vollgas mit unseren Kutter und lassen jetzt fertig kuttern auf 12 Grad. Jetzt haben wir unsere 12 Grad erreicht, merken, unser Brät hat eine richtig geile Emulsion, ihr seht, es hält, ansonsten würde es richtig auseinanderfallen, würde auch nicht so an der Hand halten. Den Handschuh habe ich auch nicht an, aus Hygienegründen oder sämtlich, also doch eigentlich schon, jetzt momentan aus Hygienegründen, weil ich habe mich geschnitten, habe jetzt dementsprechend Pflaster und da wisst ihr ja, gerade bei solchen Geschichten, dann Handschuhe anziehen aufgrund vom Infektionsschutzgesetz. Ansonsten lasst ihr die weg und wascht bitte einfach eure Hände, ansonsten macht ihr eure Haut kaputt und das ist der Zahn. Und die Handschuhe sind am Ende tatsächlich auch noch unhygienischer. Die vermitteln euch falsche Sicherheit. Haben wir jetzt natürlich Weißwurst. Und Weißwurst ist ja jetzt nicht einfach die Masse so raus, wie sie ist. Sondern da ist ja natürlich immer noch so grüne Sachen mit dabei. Grüne Sachen haben wir hier. Petersilie und Schnittlauch. Ich weiß, viele nehmen nur Petersilie. Aber wir finden, der Geschmack ist davon ein bisschen zu bitter. Wir passen uns unseren Kunden natürlich an und sagen dann, okay, dann wir wollen natürlich einen schönen viel Grün haben. Aber hier Schnittlauch, den guten frischen Geschmack mit rein. Plus auch noch einmal, ja, einfach eben die Farbe und noch mal ein bisschen den anderen Geschmack. Es soll ja nicht alles gleich schmecken, ne? Das Ganze nach Gefühl mit rein. Perfekt. Und dann füllen wir die jetzt in die Füllmaschine rein und füllen die jetzt richtig schön raus. Die Därme sind derzeit jetzt auch richtig schön weich geworden. Also bedeutet füllfertig, sodass wir dann direkt auch beginnen können mit dem Rausfüllen. Kratzen hier auch natürlich wieder alles, was am Deckel ist, natürlich mit rein. Wir haben es ja extra vorher schon zusammengekratzt, damit sich alles verteilt. Und jetzt wollen wir natürlich auch alles in den Darm reinbringen, damit wir natürlich die Wurst zum einen verkaufen können, zum anderen das Tier jetzt halt umsonst gestorben ist. Ja, wir wollen auch einfach nicht in der Wegwerfgesellschaft leben. Wir produzieren nicht für den Gulli, sondern für den Magen. Oder auch für unseren Darm. Nicht nur für den Darm, der da drin ist. Genau, alles eingefüllt, können wir jetzt die Füllmaschine starten lassen. Lass den Anfang der Masse raus, sodass ab dem Moment, wenn wir füllen, direkt auch alles passt. 60% auch in Ordnung. 105 Gramm füllen wir raus. Hier den Darm müssen wir natürlich noch entknoten. Und lassen den jetzt einzeln hier einmal noch einmal ins Wasser rein, damit wir einzelne Züge richtig schön rausnehmen können. Hier sieht man ja schon, ist es schon ein wenig verdreht, aber das ist kein Thema. Genau aufgrund dessen, dass wir gerade das Ganze hier betreiben, haben wir jetzt hier jeden Zug einzeln. Lassen Wasser in den Darm, damit es nochmal schöner auf das Füllrohr flutscht. Genau, da haben wir das Problem mit dem Handschuh.
hat weniger Gefühl, aber zum Glück ist der Darm groß genug, 30-32 Schweinedarm, also 30-32 mm, wenn es gefüllt ist, und ziehen jetzt den Darm hier drauf. Derzeit kann ich noch mal kurz wegen Thema Geld machen und Wasser in den Kutter mit reingeben oder Eis, ne? Noch mal ein bisschen aufklären in dem Falle, denn Wasser kommt ja in den Kutter durch die unterschiedlichen Faktoren rein, die ich jetzt vorhin erwähnt habe. Wenn wir jetzt rein den wirtschaftlichen Faktor nehmen und sagen, ja okay, wir geben ja Wasser mit rein, ist natürlich von dem Kostenaufwand her natürlich viel, viel geringer, Fleisch mit reinzugeben, ist richtig. Nicht nur, dass es ein notwendiger Prozess ist, sondern was ihr auch sehen müsst, Leute, ihr habt ja das Video bestimmt schon gesehen, wo ich mal Massentierhaltungsfleisch im Vergleich zu unseren genommen habe. Und dort hatten wir zum Beispiel über Nacht einen Auskühlverlust. Ne? Dieser Auskühlverlust ist natürlich gar nicht so zu unterschätzen, denn wir haben jetzt nicht gestern das Fleisch hier zerlegt, sondern das ist jetzt tatsächlich von Montag, heute haben wir Donnerstag. Da verliert es natürlich schon gut an Gewicht. Genauso wie schon direkt nach der Schlachtung und so weiter und so fort. Weil wir haben ja hier Lebensmittel oder Produkte, die kannst du mit keinem anderen Gewerbe eigentlich vergleichen. Denn das, was wir kaufen, das schrumpft jeden Tag weiter. Und dementsprechend muss man natürlich vom Preis her höher gehen. Vergleich, der allerbeste ist ein Rohschinken oder eine Salami. Natürlich ist der Kilopreis höher, weil wir natürlich auch einen höheren Aufwand hatten für ein Kilo oder einen Aufwand von 1 Kilo hatten und verlieren dann, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt die Hälfte an Gewicht, ist jetzt voll übertrieben gesagt, aber da muss man natürlich da hochgehen, damit man wenigstens das hier rausbekommt auch wieder, den Aufwand, weil wir haben dann nur noch 500 Gramm anstatt 1 Kilo. Natürlich ist es dann teurer. Das müsst ihr halt auch mal im Gegenzug sehen. Natürlich, Wasser schnittfest machen, bla bla bla. Ja, Fleisch besteht aus 70% oder Schweinefleisch zwischen 60% und 70% pur aus Wasser. Das müsst ihr euch auch mal geben. Und das ist halt das ganz Interessante daran, dadurch, dass es ja so viel aus Wasser besteht und Wasser geht einfach verloren, müssen wir es natürlich auch wieder nachgeben, um zum einen ja den Ursprungsgewicht wiederherstellen zu können, plus eben auch die Eigenschaften komplett verwerten zu können, also nehmen zu können für den Kuttervorgang und so weiter und so fort. Wir füllen jetzt raus, geht ganz entspannt, lass uns einfach drüber laufen, füllen jetzt alle hier raus, das ist jetzt kein großer Aufwand. Und danach kommt es natürlich in den Kessel. Den haben wir natürlich schon vorheizen lassen, den Kessel. Auf wie viel Grad? Genau, 73 Grad haben wir es jetzt gemacht. Könnt auch 74 nehmen, damit wir Minimum eine Kerntemperatur von 72 Grad auch erreichen können. Lassen die ganze Wurst dann so ungefähr 35 Minuten im Kessel drin. Und was danach passiert, seht ihr dann. Also gut, schwimmen wir weg. 35 Minuten sind rum. Und jetzt haben wir eine Kerntemperatur von 72 Grad auf jeden Fall erreicht. Bedeutet, alle uns bekannten schädlichen Mikroorganismen wurden abgetötet oder haben sich abgekapselt. Das passiert natürlich auch, deswegen muss man da immer schauen, dass man relativ schnell natürlich erhitzt und auch schnell wieder runterkühlt, falls es welche geschafft haben sollen, sich abzukapseln. Dann müssen wir natürlich schauen, dass sie auch dann im Schlafmodus bleiben. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir es schaffen, den Zeitraum, wo sie sich wohlfühlen, wo sie dann sich wieder erwecken würden, zu verringern. Heißt, weil dann würden sie sich reaktivieren dementsprechend und könnten nicht abgebrüht werden oder gekillt werden. Heißt, wir tun sie jetzt ins richtig schön kalte Wasser hier rein, damit sie schnell schockkühlen. Und das ist jetzt ein ganz relevanter Faktor. Wir lassen jetzt mindestens mal 15 Minuten hier richtig schön im kalten Wasser drin. Und danach werden sie aufgehangen, damit sie abtropfen. Und dann geht's später zur Firma Voss. Unsere Weißwurst haben wir jetzt fertig gebrüht, war im kalten Wasser. Was kommt natürlich danach? Und zwar unser geiler Brühvorgang, beziehungsweise nicht Brühvorgang, der war ja schon, sondern jetzt halt nur noch erwärmen zum Essen. Da muss das Wasser nicht kochen. Jetzt geht es nur noch darum, dass es schön warm macht, so warm, wie ihr es tatsächlich mögt. Ihr könnt es einfach mal kurz aufkochen lassen und dann einfach nur noch abkühlen lassen sozusagen das Wasser und schon fertig. Also sprich kurz aufkochen, 10 Minuten laufen lassen oder ihr lasst es einfach auf mittlerer Stufe, so 15 Minuten laufen. Und ihr seid in einem top warmen Ergebnis, so kann jeder es geil genießen. Das Ganze haben wir gemacht und jetzt, Sattler, probieren wir unsere schöne Weißwurst. Wir probieren sie mal und wie gesagt, dies ist jetzt keine typisch Münchner, das ist jetzt so die Art und Weise, wie wir es selber machen. Wir haben auch der Firma Voss extra welche geliefert. Natürlich haben sie es gefeiert wie sonst was. Gerne einfach mal unten in die Kommentare, was findet ihr jetzt rein theoretisch jetzt vom Produktionsbild besser? Jetzt unsere bzw. die Münchner Weißwurst. Münchner Weißwurst werden wir demnächst natürlich mal irgendwann imitieren und mal nachmachen. Natürlich, wir sind nicht in München, aber wir werden es mal so in der Art mal machen, dass wir mal Schwatten mit dazugeben. Natürlich in den sehr, sehr kleinen Rahmen. Deshalb jetzt schon mal nicht abonnieren vergessen, um nichts mehr zu verpassen. Und ich habe gesagt, wir warten jetzt nicht mehr lang. Wir probieren jetzt endlich unsere leckere Weißwurst. Und wie ihr schon so unschwer erkennen könnt, jetzt hier beim Anschnitt, ihr merkt, es ist krass, oder? Also die lässt sich trotzdem schön schälen. Von unserem 30-32 Schweinedarm, der Dünndarm. Es bleibt nichts kleben, perfekt. Aber ihr merkt,
das Ganze, wenn ihr es mal hört, es hat noch einen Biss sozusagen. Also nicht nur sozusagen, es hat einen. Und das Ganze probieren wir jetzt natürlich mit einem schönen süßen Senf dazu. Wir merken einfach Hammer. Ich sag's euch, also ich bin da mehr Fan von, aber natürlich ist es immer Geschmackssache von einer, wo wenigstens ein bisschen Biss hat. Man sollte auch ein bisschen kauen, nicht nur so rauszuzeln, aber das ist natürlich bei vielen eine Traditionssache und natürlich auch eine Geschmackssache. Natürlich auch gerne für weitere Videoideen einfach unten reinschreiben. Wir kümmern uns drum bei Fragen. Das allerselbe, die werden natürlich sehr, sehr schön beantwortet für euch. Also dann an der Stelle, ich genieße jetzt hier mein richtig schönes alkoholfreies Weizen, selbstverständlich. Weißwurstbrezel. Und ihr habt es ja schon gesehen, ich habe noch 3 Stück da, also Hunger haben wir auf jeden Fall. Wir hauen rein. Wir hauen rein. An der Stelle Prost, Leute, an euch. Wir sehen uns. Haut rein, ciao, ciao. Und unser schöner Abschlussspruch vorher noch. Lasst euch nicht von der Masse verleiten. Lasst uns bei der Qualität bleiben. Haut rein. Einfach geil.